Im Namen unseres Herrn Jesus Christus möchte ich Sie, möchte ich euch ganz, ganz herzlich grüßen. Ich freue mich, dass ich in der Gemeinde Nürnberg sein kann, von der ich immer wieder Gutes gehört habe. Nicht zuletzt durch eure Unterstützung für die Bibelmission, in der ich einige Jahre tätig war bzw. Vorsitzender war, und euren Einsatz an dieser Stelle. Herzlichen Dank voraus. Bruder Peter Grunau, euer Seniorpastor, hat mich bereits vor Jahren gefragt, ob ich mal mit dieser Vortragsreihe Astronomie zu euch in die Gemeinde kommen könnte. Ich habe immer wieder vertröstet auf die Zeit, wenn ich mal in den Ruhestand gehe. Inzwischen ist es soweit, ich habe keine Ausrede mehr, beziehungsweise habe es gerne auch wahrgenommen, auch mal zu euch zu kommen, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Darf ich mich kurz vorstellen, meinen Namen haben Sie gehört, Rudolf Janssen. Ich bin geboren und aufgewachsen in Russland, ganz am Ende der Welt, in Arkhangelsk. Habe einige Jahre in Usbekistan gewohnt, die letzten Jahre in Estland und seit fast 40 Jahren inzwischen in Deutschland. Ich hatte Astronomie in der Schule und seit der Zeit habe ich das Interesse an diesem Thema. Früher war das in unserem Fall Pflichtfach, Astronomie, und wenn ich in diesen Gemeinden sage, dass ich Astronomie immer einen Fünfer hatte, einen dicken Fünfer, lachen die meisten, aber das war ein guter Einstieg. Das wissen wir von den Schulnoten. Nachdem ich Theologie studiert habe, inzwischen bin ich seit über 35 Jahren Pastor im Deutschen Baptistenbund gewesen, an anderen Stellen, hat mich das Thema immer wieder neu begeistert und fasziniert. Und ich bin immer wieder erstaunt über die vielfältigen Aussagen der Heiligen Schrift zu diesem Thema. Anhand des Textes, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, werden wir merken, dass es ein vergessenes Thema der Christenheit ist, wenn es um die Anbetung und den Lob Gottes geht. Darum soll es auch in dieser Woche gehen. Heute ist, wie gesagt, ein Predigtthema dran zum Thema das Weltall, die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung. Und ab heute Abend beginnen wir mit dem spannenden Thema unser Sonnensystem, Zufall oder Plan. Ich möchte ganz bewusst alle einladen, Mut machen, nicht nur persönlich zu kommen, sondern auch anderen einzuladen, mitzubringen, damit wir uns eine kleine Vorstellung über unser Sonnensystem, über unsere kosmische Heimat machen können. Habe ich das Sonnensystem, die größte Teil des 1:1 Milliarde mitgebracht. Hier vorne der orange Ball soll die Sonne darstellen, da oben sind dann die Planeten unseres Sonnensystems angebracht. Und einer dieser schönen kleinen Planeten, das ist unsere Erde, mit dem werden wir uns dann am Montag beschäftigen, nämlich die Erde, die Perle im Weltall. Am Dienstag geht es dann um die Sterne und die Frage nach dem Einfluss. Viele Menschen glauben ja an den Einfluss der Sterne auf uns Menschen, und ich werde aus astrologischer Sicht versuchen, das zu erklären bzw. zu verdeutlichen, warum das so nicht ist. Am Mittwoch geht es um das Thema der Mensch, wirklich die Krone der Schöpfung. Und zum Schluss haben wir dann das Thema des Universums, Himmel und Erde aus der Sicht der Ewigkeit. Auch das interessiert uns ja als Christen, das sage ich ganz bewusst zu Beginn, sind wir überzeugt, dass diese Schöpfung einen Anfang hat. Und vor diesem Anfang war Gott der Herr. Und der hat das ins Leben gerufen. Aber welche Ziele, welche Pläne, welche Gedanken hat Gott mit der Erschaffung des Universums verbunden? Das soll uns durch die ganze Vortragsabende begleiten und vor allem natürlich am Schluss noch einmal eine Perspektive aufzeigen, wie es denn nach dieser sichtbaren Schöpfung weitergeht. Also das Thema, das Weltall, die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes ist also das Thema für heute Vormittag. Ich möchte den Predigttext dazu lesen, und zwar aus Psalm 8. Wer die Bibel dabei hat, mache ich Mut, mit aufzuschlagen und es in der eigenen Originalübersetzung auch mitzulesen. Offenbarung Kapitel 8. Psalm Kapitel 8. Ich lese ab Vers 2. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, denn du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe den Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedergemacht als Gott,
Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände werden. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder als zumal, dazu auch die wilden Tiere. Die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchziehen. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Viele Leser unter uns wissen, Psalmen sind Lieder. Lieder, die das Volk Israel zu verschiedenen Anlässen gesungen hat. Psalm 8 ist ein Anbetungslied. Denn über dem Thema, um das es heute Morgen geht, kann es gar nicht anders sein, als dass wir über Gott, seine Größe und sein Handeln staunen, über ihn selber staunen und letztlich bei dem, was er erschaffen hat, eigentlich nur stillschweigend oder eben auch mit Worten ihn huldigen oder anbeten können. Genau das tut der Psalmschreiber David, der König Israel, einer, der die meisten Psalmlieder geschrieben hat. Als Hirte auf dem Feld von Bethlehem, das war seine Heimatstadt, hat er sicherlich genügend Zeit gehabt, abends, nachts auf dem Boden zu liegen und den Sternenhimmel zu bewundern. Und aus dieser Beobachtung heraus und von dem, was Gott ihm dann später ins Herz gelegt hat, spricht dieser Psalm. Dieser Psalm ist insofern etwas Besonderes, weil man ihn aus verschiedenen Gesichtspunkten auslegen kann. Man kann über diesen Psalm aus kosmologischer Sicht sprechen, also aus naturwissenschaftlicher Sicht. Was sagt dieser Psalm über das Universum aus? Aus anthropologischer Sicht, also aus der Perspektive des Menschen, denn der Mensch kommt mittendrin in diesem kosmologischen Zusammenhang in der Schöpfung als zentrale Botschaft zum Tragen. Aber das wäre alles zu kurz gegriffen. Wir müssen diesen Psalm auch christologisch auslegen. Das heißt, von dem Heilshandel Gottes in Jesus Christus bekommt dieser Psalm eine neue Dynamik, eine neue Bedeutung, ja, einen Ewigkeitswert. Und in diesem Sinne möchte ich mit euch gemeinsam über diesen Psalm nachdenken. Ein wunderbarer Text, der den Kosmos, das Universum, das Handeln Gottes im Großen und im Kleinen als eine große Einheit sieht. Der den Menschen diesen kosmologischen Zusammenhang sieht. Wir sehen ja den Menschen manchmal nur für sich alleine. Aber dieser Psalm ist eben in diesem Lied in besonderer Weise eine Weitung unseres Blickes von Anfang bis Ende. Ein Heilshandel Gottes mit uns Menschen in diesem Universum. Einige Gedanken, die ich heute Morgen in dem Zusammenhang sagen will, werde ich an den Abenden wiederholen, aber das kann ja nicht falsch sein. Wiederholung ist eben wichtig für uns. Die Naturwissenschaftler sind sich heute darüber einig. Unser Kosmos, das Universum, ist eine große Einheit. Das Universum ist so aufgebaut, dass alles, aber auch wirklich alles, absolut fein aufeinander abgestimmt ist. Oder anders gesagt, in der Naturwissenschaft geht man vom Menschen als dem einzigen Beobachter des Universums aus. Das werde ich mal wieder wiederholen an den Abenden. Oder anders gesagt, damit es uns Menschen hier auf diesem Planeten geben kann, muss die Beschaffenheit des Universums genauso sein wie anders. Das heißt, unser Planet Erde, über den wir morgen sprechen werden, muss genauso aufgebaut sein mit all den physikalischen Parametern, die wir kennen. Da darf es keine Abweichungen geben. Damit unser Planet Erde funktionieren kann, brauchen wir das Sonnensystem. Brauchen wir eine Sonne, die genauso groß ist wie unsere Sonne. Und damit diese Sonne samt dem Planetensystem existieren kann, muss sie in einem Sternensystem, in einer Galaxie eingebunden sein. Und die Galaxien, die wiederum große Sternsysteme sind von 100 Milliarden von Sternen, die sind wieder eingebunden in größeren Zusammenhängen. Und die Naturgesetze, über die man heute zwar weiß, wie sie funktionieren, aber nicht weiß, wie sie entstanden sind, ein großes Geheimnis in der Naturforschung, diese Naturgesetze bestimmen auf feinste alle physikalischen Vorgänge. Und das alles wird in diesem Text, in diesem Zusammenhang plötzlich zugespitzt auf das Handeln Gottes in diesem Universum.
wenn wir über diesen Text sprechen, dann sollten wir uns fragen, hat Gott wirklich, wie das in der Naturwissenschaft heute zunehmend der Stand der Erkenntnis ist, all das, was er geschaffen hat, letztlich nur geschaffen, damit er uns Menschen schließlich als sein Gegenüber auf diesem Planeten Erde haben wollte. Und damit er mit uns Menschen einen heilsgeschichtlichen Vorgang in Bewegung gesetzt hat. Nur ein Gedanke am Rande. Jesus sagt, wir Menschen sind in den Augen Gottes wertvoller als alle Schätze dieser Welt. Jeder ist ein unbezahlbarer Schatz Gottes. Gestern sind meine Frau und ich zum 11. Mal Großeltern geworden. Und einer meiner Söhne gratulierte dem anderen, der zum 3. Mal Vater geworden ist, mit der Bemerkung, diese Welt ist mein Schatz reicher geworden. Die Formulierung hat mir sehr gut gefallen. Der Mensch als Schatz in den Augen Gottes, diese Welt ist mein Schatz reicher geworden. Ja? Und auf diesem Planeten Erde, wir werden drüber staunen, auf diesem Planeten Erde, dem kleinen, Mini-Planeten, in den Dimensionen unseres Sonnensystems allein gesehen, Verhältnis, Universum, 0,x, sammelt Gott diese Schätze uns Menschen für die Ewigkeit. Ja, Gott sammelt einen Schatz. Und diese Ernte an Menschenseelen von diesem Planeten Erde, die Ewigkeitswert haben, ist unvorstellbar groß. Davon spricht das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, dass Gott und Jesus Christus der Thron umgeben ist von Menschen aus allen Völkern und Sprachen und Nationen. Das Ganze mit dem Gedanken der Ewigkeit. So global, universal, ja, kosmisch in den Dimensionen kann letztlich nur Gott selber denken, der von Anfang an etwas geschaffen hat, mit dem Ziel, uns Menschen auf diesem Planeten zu setzen, als sein Gegenüber. Das wird uns an einem Abend zusammen mit Menschen ganz besonders beschäftigen. Und dann natürlich inklusive der Vollendung dieses Weltsystems. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, in diesen Tagen über die Größe Gottes zu staunen. Und wer über Gott und seine Größe staunt, der kann letztlich als Christ gar nicht anders, als ihn anzubieten. Meine Frau und ich sind schon öfters mal unter anderem auf Kreta gewesen, zu Astronomiefreizeiten mit verschiedenen Gruppen. Da nehme ich dann entsprechend meine Teleskope mit. Und je nach Frömmigkeitsstil, wenn man also einen wunderschönen Himmel hat, den man fast nie in Deutschland so zu sehen bekommt, wie in südlichen Regionen, und Menschen dann in ein schönes Teleskop gucken und die unglaubliche Zahl an Sternen sehen, dann sind natürlich die Äußerungen sehr verschieden. Von wunderschön und herrlich und preist den Herrn, und wie gesagt, je nach Frömmigkeitsstil. Aber erstaunt bin ich immer, wenn jemand da reinschaut und vor lauter Faszination erstmal sprachlos ist, erstmal nichts sagt. Da ist nur noch ein Staunen, da weiß ich, jetzt hat sie gepackt. Die Größe und die Herrlichkeit Gottes. Und das ist das, was dieser Psalm zum Ausdruck bringen will. Nein, David hat nicht nur mal ein Lied geschrieben, das man so nebenbei zwischen Tür und Angel verfasst hat und dann auch singt, sondern er hat ein Lied geschrieben, das sowohl kosmologisch als auch anthropologisch inklusive des Heilshandelns Gottes zusammengefasst ist. In einem Text. Wie offenbart sich nun Gott in seiner Herrlichkeit in diesem Text? Der Psalmschreiber beginnt mit dem Staunen über Gott selber. Die Herrlichkeit Gottes offenbart sich uns Menschen zunächst in seinem wunderbaren Namen, nämlich Jahwe. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Nur zu schnell neigen wir dazu, gleich zur Schöpfung zu kommen, beziehungsweise über das, was wir sehen, was wir vor Augen sehen, was wir erkennen können, zu staunen. Aber dieser Psalmschreiber beginnt mit dem Staunen über den Unsichtbaren, der als Person für uns unsichtbar ist, wohl aber erkennbar in seinem Schaffen. Ja, er beginnt zu staunen über den Namen Gottes selber. Wir wissen ja,
Viele Namen haben eine Bedeutung. Im Deutschen ist das weniger, aber es gibt Namen, die kann man gut übersetzen. In der Bibel haben Namen zum Teil, je nachdem, immer auch eine Bedeutung. Und manchmal werden Menschen neue Namen gegeben, wie von Abraham, dem Gründervater Israels, wird ein Abraham, ein Vater der Völker. Oder in anderen Zusammenhängen, ein Jakob, ebenfalls ein Gründervater des Israels, der als Fersenhalter und Salistiker bezeichnet wird, wird dann entsprechend als Gotteskämpfer tituliert mit dem Namen Jakob. Also so gibt Gott Menschen einen Namen, die eine Bedeutung haben. Und Namen sind Programm. Wir wissen, dass auch heute noch in adeligen Kreisen ist es ja üblich, dass die Nachkommen, die Prinzen und Prinzessinnen immer mehrere Namen haben. Da kommt dann aus der Ahnengalerie so einiges dazu nach dem Motto, da werden Namen gegeben von berühmten Persönlichkeiten aus dieser Dynastie. Sie sollen ja was darstellen. In Bezug auf Gott muss man sagen, hat Gott für unsere Verhältnisse unglaublich viele Namen. Insgesamt im Alten Testament gibt es über 600 Namen für Gott. Warum? Wenn Namen übersetzt werden können, wenn Namen eine Bedeutung haben, wenn Namen ein Wesen dieses Menschen oder den Fall Gottes beschreiben, dann kann man Gott eigentlich gar nicht beschreiben, und zwar gar nicht mit allen Namen wiedergegeben, sondern Gott ist so groß, so gewaltig, dass man über 600 Namen braucht, um ihn in seiner Wesensart einigermaßen wiederzugeben. Die drei bekanntesten Namen Gottes sind ja bekanntlich Yahweh und Elohim, Adonai. Dieser Name Gottes, Yahweh, wird in der Bibel für den Rettergott verwendet. Also wenn es um den Rettergott Israels geht, dann wird Yahweh genannt. Hier in unserem Text steht gleich an erster Stelle, der Luther-Übersetzung in der Regel mit Herr groß geschrieben, Yahweh. Das ist eigentlich der Name Gottes für das Volk Israel, dem sie ihre Rettung zu verdanken hatten. Wenn sie also von ihrer Befreiung aus der Sklaverei Ägypten sprachen, dann war es Yahweh, der sie frei gemacht hat. Elohim ist der Schöpfergott. Diesen Namen geht es hier auch in diesem Text indirekt, der den Menschen, den Völkern um Israel herum als solcher bekannt war. Dein Name in allen Landen bekannt. Also, der Psalmschreiber David staunt zunächst mal über Gott, den Retter. Nicht nur über Gott, den Schöpfer, das auch, sondern über Gott, den Retter. Was wäre diese Welt, was wäre dieses Universum, was wären wir ohne einen Rettergott? Eigentlich nur etwas, das auf dem Ozean der Weltmeere einfach so rumschwimmt. Kleine Teile, die keine Bedeutung haben. Ohne diesen Rettergott, wie wir das in der Kindergeschichte gehört haben, der uns den Rettungsring zuwirft, werden wir verloren. Kein Wunder, dass Menschen heute, die angesichts der Größe, der Erkenntnis über die Größe des Universums eigentlich Angstgefühle bekommen. Wir werden das an der Abenden sehen, wenn wir allein sehen, wie klein unser Planet Erde ist, mit welcher Geschwindigkeit wir durchs Weltall rasen, dass wir letztlich komplett auf uns allein angewiesen sind. Und wenn dann ein Mensch sagt, da gibt es draußen niemanden, der uns retten kann, dann bekommt der Mensch Angst, Angstzustände. Und für den Menschen ist dann die Bedeutungslosigkeit groß. Wie kann ein Mensch mit der Überzeugung leben, wir sind ein Zufall der Natur, Ergebnis von Mutation und Selektion. Wir kommen aus dem Nichts, wir gehen in das Nichts. Tja, was sind wir denn? In jedem Fall brauchen wir am Anfang allen Seins einen Rettergott, über den wir staunen können. Und wenn wir den Heilsplan Gottes, die Rettung Gottes in Jesus Christus, und dieser Name Yahweh ist im Neuen Testament mit dem Namen Jesus identisch. Paulus sagt das so schön im Römer, wer den Namen des Herrn, wer den Namen Yahweh anrufen wird, der soll gerettet werden. Kann man nachzählen, wenn man sieht.
dieser Name Jahwe, über den der Psalmschreiber erstaunt, an erster Stelle steht und wir den Namen Jahwe in Jesus kennengelernt haben, in ihm gerettet haben, dann können wir zuversichtlich in die Zukunft schauen. Dann können wir frohen Mutes nach vorne schauen. Dann können wir das unbefangen beobachten, bewundern. Dann sind wir nicht irgendwie ein kleines Teilchen im Universum, sondern dann sind wir in der Hand Gottes, der uns den Rettungsring zugeworfen hat, wir ergriffen haben und wissen dürfen, er bringt uns sicher an Land, damit wir festen Boden unter den Füßen haben. Der Psalmschreiber staunt, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dieser Name, wie schön ist dieser Name. Ich hoffe, uns Christen geht immer wieder ein Licht auf, beziehungsweise Wärme durchs Herz, wenn wir über Jesus nachdenken, über Jesus sprechen. Wenn wir sagen, Jesus mein Herr, Jesus ist mein Jahwe, Jesus ist mein Retter. Wie gesagt, der Name Jesus ist in seiner Handlung als der Retter dieser Welt 1:1 übertragbar. Und den kennen wir. Das ist etwas Großartiges. Und der Psalmschreiber sagt, dieser Name Jahwe, der Name des Rettergottes Israel, der Israel aus der Gefangenschaft geführt hat, aus der ägyptischen Gefangenschaft rausgeführt hat, dieser Name ist allen Menschen in der Umgebung bekannt. Zwei Dinge sind das. Einmal wissen die Menschen darüber. Und manchmal frage ich mich, wissen es wirklich in unserer Zeit? Wissen die Menschen, wissen unsere Nachbarn, wissen unsere Arbeitskollegen, wissen unsere Freunde letztlich um diesen Retter Gott Israels, der sich in Jesus offenbart hat, unser persönlicher Retter geworden ist? Ist der in unserem Land bekannt? Natürlich wissen viele, wenn es um den Namen Jesus geht, aber ihn persönlich kennenlernen ist nochmal was ganz anderes. Und unser Wunsch und Ziel als Christen muss sein, dass jeder Mensch Jesus kennenlernt. Dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, diesen Rettungsring Gottes in Christus zu ergreifen. Und das Zweite ist, wissen die Menschen um die Schöpfung aus Gottes Hand? In unserer Zeit wird was ganz anderes propagiert. Das Universum ist quasi aus dem Nichts entstanden. Was am Anfang war, aus naturwissenschaftlicher Sicht, ist irgendeine Summe, die man nicht erklären kann. Aber das ist viel zu wenig. Damit können wir wenig anfangen. Und der Psalmschreiber sagt, er hofft und wünscht sich das, dass der Name Gottes sowohl in seinem Handeln, in meinem Leben als der Retter, als auch als Schöpfer des Universums am Himmel zu erkennen ist. Und wir bekennen freimütig, und das möchte ich sagen, je länger ich mich mit diesem Thema Astronomie beschäftige, umso größer wird mir Gott in seinem Selbst, in seinem Handeln. Wir bekennen freimütig, er ist der Schöpfer. Das Universum ist nicht aus dem Nichts entstanden, sondern im Anfang war Gott der Schöpfer, in seinem schöpferischen Wort, da ist es entstanden. Quasi ein Gedanke Gottes, den er ins Leben gerufen hat. Und zwar, damit seine Hoheit, seine Majestät und Herrlichkeit, und das wünsche ich mir, dass wenn ich einfach den Himmel bewundern und sage, naja, das ist ein Himmelskörper, abends wunderschön, das ist die Venus, der Abendstern jetzt herrlich zu sehen, gestern Abend haben wir noch ein bisschen bewundert, oder die anderen Planeten, der Jupiter ist wunderschön zu sehen, sondern sagen, das ist etwas, was Gott kreiert hat, was er geschaffen hat, was Gott ins Leben gerufen hat, inklusive unserem Planeten Erde. Also, das Erste, worüber wir staunen wollen, ist über Gott selber. Bevor wir über das staunen, was er getan hat, ist über ihn selber. Und ich hoffe sehr, dass wir in ihm unseren Halt haben, unseren Anker haben, unsere Gewissheit haben und von da ausgehend natürlich gucken, was hat er geschafft. David sagt hier eindeutig, dass diesen Gott jeder Mensch anhand der Schöpfung erkennen kann.
So heißt es im Psalm 19 zum Beispiel. Ich frage Abrahams, also die Heiden, heißt das dort, nicht gehört über diesen Gott. Doch, es ist ja in allen Ländern ausgegangen. Ihr Schall heißt das hier. Ihr Wort ist das Ende der Welt. Im Römerbrief Kapitel 10 bestätigt Paulus das. Doch jeder Mensch auf diesem Planeten kann, wenn es denn will, anhand der Schöpfung erkennen, anhand der Größe des Universums, und heute können wir das besser denn je erkennen, dass es Gott geben muss. Wer dieser Gott wirklich ist, in welcher Beziehung wir zu ihm stehen, das müssen wir schon in der Bibel nachlesen. Das steht nicht in den Sternen. Aber dass es ihm gehen muss, das steht eindeutig anhand der Schöpfung fest. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Das Zweite, die Herrlichkeit Gottes offenbart sich uns Menschen in der Schönheit der Sternenwelt, also des Universums. Auch darüber habe ich bereits einiges gesagt und möchte es noch einmal festhalten. Wir tun gut daran, dass wir immer wieder uns mal die Zeit nehmen und gönnen, die Schöpfung Gottes zu bewundern. Alle sind schwer beschäftigt, ich verstehe das, der Alltag hat uns voll im Griff und in unserer modernen Welt, da hat man andere Interessen. Manche sind so fasziniert von Fußball, aber was Gott, der Schöpfer, da geschaffen hat, das ist vom Feinsten, das verdient jede Aufmerksamkeit. Manchmal geht es mir so, als wenn zum Beispiel ein Vater mit viel Liebe etwas gebaut hat für seine Kinder, was ganz Tolles geschaffen hat. Und dann will es dem Sohnemann oder je nachdem der Tochter zeigen und die haben überhaupt kein Interesse daran. Und so hat Gott etwas geschaffen, der etwas geschaffen hat und zwar wunderschön gemacht. Einen Kosmos, der prachtvoll ist und wir sagen, das interessiert mich ja gar nicht. Das ist eigentlich schade. Ich habe zu Beginn gesagt, ein großer Teil der Anbetung Gottes ist uns abhanden gekommen, bloß weil wir den Kosmos als solchen aus den Augen verloren haben. Dabei sagt Gott sehr oft in der Heiligen Schrift und macht Mut sogar, die Sterne werden zu bewundern. Der Vater Abraham, hochbetagt und verzagt, weil Gott ihm versprochen hat, Nachkommen zu schenken, nun wurde er immer älter und noch älter, 90 und über 90 und hat immer noch keine Nachkommen gehabt. Und eines Tages bekommt er hohen Besuch mit fast 100. Und da sagt Gott zu ihm, immer raus aus deiner Hütte, aus deinem Zelt. Schau dir mal den Sternenhimmel an. So viele Nachkommen will ich dir geben. Nebenbei kam eine Themenreihe zum gesamten Thema Kosmologie der Bibel. Das sind so wunderbare Aussagen, die vor Jahrtausenden gemacht worden sind, die immer noch heute absolut relevant sind, absolut zutreffen. Bis vor ein paar hundert Jahren, bis zur Erfindung des kleinen, zehnfach vergrößerten Teleskops von Galileo Galilei, der da mal hingeschaut hat, 1609. Also wie gesagt, ein paar hundert Jahre früher waren die Menschen wirklich der Meinung, es sind nur 3.500 Sterne, vielleicht sind es 10. Galileo war ganz entzückt, als er sagte, es müssen mindestens 10-mal so viele Sterne sein. Ja, sind es eben 35.000 Sterne. Aber bis dahin haben die Menschen gespeckelt über solche Texte. So nach dem Motto, naja, wie viele Israeliten gab es schon damals, die aus Ägypten gezogen sind? Weit über 1 Million, man schätzt zwischen 1,2 und 2 Millionen, die da ausgezogen sind mit allen drunter. Also kann solche Aussagen Gottes gar nicht stimmen. So die Weisheit der Menschen. Heute weiß man, allein in unserer Galaxie über 100 Milliarden Sterne. Und unsere Galaxie ist beileibe nicht die einzige. Wir sind mit unserer Galaxie, in unserem Sternsystem wieder in einen Supergalaxienhaufen von 2500 Galaxien eingebunden. In dem sogenannten Wirrverhaufen. Wenn Gott etwas sagt und der Mensch zunächst müde lächelt, so nach dem Motto, das kann nicht stimmen, dann liegt das nicht an Gott, der keine Ahnung hat, sondern am Menschen, der es nicht begriffen hat. Ich mache uns Mut, anhand der Schöpfung nachzudenken, was das denn heißt. Also in jedem Fall gilt das für Abraham, je dunkler es manchmal um uns ist, umso schöner der Sternenhimmel.
Bei Abraham war es manchmal zart vermutet. Nach dem Motto, keine Hoffnung mehr, bald bin ich 100, immer noch keine Nachkommen. Und dann plötzlich ging mein Licht auf, wahrlich im wahren Sinne des Wortes. Eine wunderschöne Geschichte. Und so gibt es eine ganze Reihe Texte in der Bibel, wo man anhand der Schöpfung Menschen die Augen öffnet. Meistens von uns haben sicherlich schon von Hiob gehört, ein Mann des Leidens, den kennen wir, weil ein Buch nach ihm benannt wird und die Geschichte von Hiob in diesem Buch beschrieben wird. Ein frommer Mann, ein gottesfürchtiger Mensch, der plötzlich viel zu leiden hatte. Und irgendwann ist auch als der Frömmste der Tage damals ins Hadern gekommen und wollte Gott herausfordern, ihm zu antworten. Und Gott antwortet ihm. Wie macht Gott das? Hier im 38 bis zum Schluss des Kapitels, des ganzen Buches, zeigt Gott ihm auch, was er geschaffen hat. Da wird dann aus der Biologie einiges erklärt, aus anderen Bereichen. Unter anderem kommt im Buch hier auch der Sternenhimmel vor. Da werden einige Sternbilder genannt. Der Orion, haben wir gestern Abend noch kurz gesehen, Stern mit Orion. Die Plejaden, das Siebengestirn. Und einige Dinge mehr. Summa summarum, am Schluss sagt dieser Hiob in Hiob 42, Vers 5, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat meine Augen dich gesehen. Er hat Gott nicht wirklich als Person gesehen, das wäre unmöglich gewesen. Aber mit seinen inneren Augen ist das Bewundern des Kosmos, der Sternenwelt, hat von dir nur vom Hörensagen vernommen. Aber jetzt habe ich es erkannt, du bist Gott, du bist allmächtig, du weißt, was du tust. Und da bin ich in meinem Elend so vermessen, dass ich dich anklagen soll. Und Hiob sagt, ich halte jetzt den Mund und sage nichts mehr, was vor Gericht gegen mich verwendet werden kann. Zu Recht, zu Recht. Da wird der Mensch plötzlich anhand der Schöpfung so klein, dass er sagt, jetzt weiß ich, dass ich nichts weiß. Das ist das Entscheidendste. Und dass du alles weißt, darum geht es. Gott möchte uns in seiner Schöpfung seine Größe und Herrlichkeit zeigen, seine Schönheit, abgesehen davon, dass alle Himmelskörper im Universum wirklich original sind. Es gibt keine Duplikate, kein geklontes, irgendwie gestelltes Teil, sondern im Gegenteil, jeder Himmelskörper ist anders. Also Gott ist da unglaublich kreativ gewesen. Das kann man schon allein im Teleskop sehen, wenn man also die Planeten sieht, in ihrer Verschiedenheit. Gibt es in diesem Universum auch farbenprächtige Regionen, die mehrere Lichtjahre Größe haben, wo Wasserstoffregionen sind, die im visuellen Bereich wunderschöne Farben haben. Also wenn man die Bilder heute sieht, die das Weltraumteleskop Hubble oder andere große Teleskope machen, atemberaubend. Was für eine Farbenpracht, was für eine Schönheit. Und manchmal denke ich, dass Gott uns Menschen gerade in dieser letzten Zeit, eigentlich die letzten Jahrzehnte, muss man sagen, vielleicht 50 Jahre, den Himmel noch einmal ganz neu öffnet. Die Astrophysiker, die Astronomen haben heute Technik, mit der sie wirklich ins Universum hineingucken können und nur noch staunen über das, was sie da sehen. Eine wunderschöne Kraft. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass Gott so ein bisschen die Türen öffnet oder die Vorhänge zur Seite zieht und sagt, guckt mal, ihr lieben Leute, was ich da alles für euch noch vorbereitet habe. Vorher gab es das auch, aber der Mensch hat es nicht gesehen mit seinen Augen, hat keine Möglichkeit gehabt. Sicherlich hat Gott und seine Engel daran Freude gehabt, aber der Mensch weniger. Und so zeigt Gott uns heute zunehmend das Universum und entsprechend die Rätsel dazu. Und der Mensch beißt sich die Zähne aus, um das zu verstehen, was er da sieht. Staunt darüber und ich hoffe, dass wir die Schöpfung Gottes neu entdecken und nochmal begreifen, wir als Menschen, die Gott uns geschaffen hat auf diesem Planeten, sind eingebunden in den gesamten Bauplan Gottes, im wahren Sinne des Wortes. Den Bauplan in der Kosmologie, aber auch ansonsten in den Zeitplan Gottes. Die Herrlichkeit Gottes offenbart sich im Lob eines unmündigen Menschen, eines Säuglings. Wenn wir Vers 3 sehen, aus dem Munde eines der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgst den Feind, den Rachgierigen.
dann hat man den Eindruck, dieser Vers ist deplatziert. Oder anders gesagt, diese Aussage, plötzlich ein kosmologisches Zusammenhang geht es um die Kinder. Da fragt man sich, was hat sich der Luther dafür dabei gedacht, als er das so geschrieben hat? Wie passt diese Aussage plötzlich von den Kindern hier im Zusammenhang mit Sternen, zum Beispiel davon, danach geht es hier wieder um den Kosmos. Wenn ich sehe, die Himmel, deine Fingerwerke, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, der Mensch und so weiter. Aber lasst mich noch einmal sagen, Gott beginnt mit seinem Lob unter uns, mit den Jüngsten unter uns. Ein Kind ist ein Geschöpf Gottes. Und wer ein Kind bewundert, bewundert zunächst mal seinen Schöpfer. Recht verstanden. Das ist nicht eingebunden von Materie, das irgendwo zum Menschen herangewachsen ist. Sondern das ist eine Persönlichkeit, das ist ein Ebenbild Gottes. Und bereits ein Kind, auch wenn es noch nicht sprechen kann, trägt bereits zum Lob Gottes bei. Abgesehen davon, dass Kinder durchaus auch im Kindesalter bereits zum Lob Gottes durch Gebete, durch das Singen, durch ihr Zeugnis in der Schule beitragen können. Aber das ist nicht alles, worum es hier geht. Sondern dieser Text in dem Zusammenhang wird uns aus dem Neuen Testament noch einmal aufgerüstet. Das heißt, im Hebräerbrief geht es genau um diese Aussage, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, das Menschenkind, das du seiner annimmst. Nämlich Hebräer Kapitel 2, Vers 6 und folgende, liest man den Text. Es bezeugt aber einer an seiner Stelle und spricht, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst. Wie gesagt, Zitat aus diesem Text. Und das Menschensohn, dass du dich seiner annimmst. Du hast in eine kleine Zeit weniger sein lassen als Engel. Mit Preis und Ehre hast du gekrönt. Alles hast du unter seine Füße getan. Wenn er ihm alles unter die Füße getan hat, so hat er nichts ausgenommen, was ihm nicht untertan wäre, heißt das hier. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als Engel, Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre. Denn durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schicken. Oder anders gesagt, diese Aussage passt so wunderbar in diesen Text, weil sie letztlich ihre tiefe Erfüllung in Jesus Christus hat, der Mensch geworden ist. Jawohl. Gottes Sieg über die Macht des Bösen, Gottes Sieg über die Sünde, Gottes Sieg über diese Welt begann mit einem Kind, mit dem Jesuskind. Mit dem, der im Stall von Bethlehem geboren ist. Da begann Gottes Sieg. Und in Jesus Christus hat Gott nun durch uns, die wir auch Kinder Gottes sind, aber hier geht es auch um Säuglinge, keine Kinder, komplett in Jesus ein Lob vorbereitet. Für alle Ewigkeit. Wir sind letztlich zum Lobe Gottes geschaffen. Wir als Menschenkinder. Aber ich möchte es noch einmal sagen. Hier in diesem Text wird bereits das Heilshandeln Gottes, dieser Sieg über den Feind Gottes, den Bösen, durch ein Kind, nämlich das Jesuskind, begonnen. Ja. Und dieser Jesus, von dem es heißt, dass er gekommen ist, um die Macht des Teufels zu zerstören, hat alles getan, um den Sieg zu erringen. Und zwar für uns Menschenkinder. Ich kann nur sagen, dieser Text passt wunderbar zusammen. Gott in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit als der Retter, den wir in der Schöpfung bewundern, dieser Gott ist in Jesus Mensch geworden, ist als Kind zur Welt gekommen und von diesem Kind Jesus, der dann als Erwachsener am Kreuz von Golgatha für uns starb, ist ein Siegeszug in diese Welt ausgegangen. Und zwar wegen dem Feind, jawohl, wegen dem Feind, der uns zerstören will, den hat Jesus besiegt. Und dieser Feind wird ja als Rachgieriger bezeichnet, als einer, der wütend um sich greift, der wütend alles zerstören will, was Gott wunderbar geschaffen hat, inklusive der Menschen, wütend. Nur der, der in diesem Jesus, diesem als Kind gewordenen Gottessohn, seinen Halt gefunden hat, seinen Frieden gefunden hat, seine Erlösung gefunden hat, der kann zu Recht auch über den Bösen triumphieren, weil Jesus der Sieger ist. Nicht, weil wir die Größten sind, sondern weil Jesus der Sieger ist. Und nun wird
dieses Heilshandeln Gottes in Jesus in diesen Text mit eingepflanzt, impliziert, eingebunden. Das ist etwas Schönes. Darüber staunt David. Sicherlich war er sich der Dimension dieses Handelns Gottes, das nach dem Neuen Testament später uns entschlüsselt wird, nicht so bewusst. Aber ist es uns heute so bewusst? Haben wir das immer verstanden, was in so einem Text alles an heilsgeschichtlicher Bedeutung mit drin ist? Oder lesen wir einfach drüber hinweg und denken, schön geschrieben, verstehe ich gar nicht, passt nicht so ganz in diesen Text hinein, wenn es um die Schöpfung geht, aber es steht nun mal da, lassen wir stehen. Nein, nein, es steht nicht zufällig da, sondern Gott hat damit wunderbare Gedanken verbunden und er selber hat sich dabei was gedacht. Und ich hoffe, dass wir uns entdecken, dass wir uns in dem Zusammenhang entdecken und wissen, dass es Gottes Hand. In diesem Text geht es dann um den Menschen weiter. Dieser Vers 5 wird uns dann am vorletzten Abend nochmal beschäftigen, wenn es um den Menschen geht. Aber ich sage das jetzt schon mal in dem Zusammenhang. Da wird dann angesichts der Größe und Herrlichkeit Gottes, angesichts der Größe und Herrlichkeit der Schöpfung, angesichts der Größe und Herrlichkeit des Gotteshandels in Jesus, wird noch einmal gefragt, und was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und das Menschenkind, das du dich seiner annimmst? In der Tat, plötzlich kommt hier David zu sich selber. Angesichts der Größe und Majestät fragt er sich, wer bin ich? Wie klein bin ich? Was macht eigentlich mich Menschen aus? Diese Fragen wollen wir uns später nochmal stellen. Ich kann jetzt schon sagen, diese Frage kann aus naturwissenschaftlicher Sicht nicht befriedigend beantwortet werden. Ich habe schon erwähnt. Die Naturwissenschaft sagt, wer ist der Mensch? Wir sind ein glücklicher Zufall der Natur, als einzige Beobachter. Wir kommen aus dem Nichts und gehen in das Nichts. Und mathematisch gesehen kann man schnell zusammenrechnen. Nichts plus nichts ist nichts. So versteht sich auch viele Menschen. Naturwissenschaftlich gesehen heißt das, der Mensch ist eigentlich eine Null. Du fragst mich manchmal, ist eine Null viel oder wenig? Null plus Null ist Null. Man kann eine Null multiplizieren, so oft man will, bleibt Null. Also müssen wir sagen, Null ist nichts. Nee, stimmt nicht. Je nachdem, was vor der Null steht, ist das Entscheidendste. Und wenn die Null dann als Einzelnull aneinandergereiht wird, dann wird jede Zahl in dieser Summe verzehnfacht. Oder anders gesagt, probieren Sie es mal, wenn Sie arbeiten und mal wieder eine Lohn erhöhen wollen, gehen Sie mal zum Chef und sagen Sie, Chef, ich will wieder mal eine Lohnerhöhung. Wenn er gut drauf ist, wird er fragen, was möchten Sie haben? Dann sagen Sie, Chef, nur eine Minute, bitte, nur eine Minute. So hinten an meinem Lohnzettel an. So, 2000 netto, eine Null dabei, ist ja nicht viel. Da werden Sie staunen, was der Chef sagt. Nein, nein, nicht addieren, das bringt nichts. Sondern aneinander. Und ich kann nur sagen, meinetwegen sind wir in den Augen Gottes eine Null. Ein Ding, die Frage ist, wer steht vor uns? Wenn Jesus die Nummer 1 ist und wir ich mich angliedern und wir alle miteinander uns angliedern, dann ist das eine unglaubliche Zahl, die mathematisch dann noch, nur noch in Dezimalzahlen ausgedrückt werden kann. 10 hoch, was weiß ich, 1 Million und noch ein bisschen mehr. Also die Zahl kann man sich gar nicht vorstellen. Und da spielt das doch gar keine Rolle, ob ich eine schlanke Null bin, eine runde Null, eine dicke Null oder was auch immer, eine schräge Null. Null ist Null, stell dich hinten an und du bekommst einen Wert. Und alle, die mit dir zusammen als Null in dieser Reihe stehen, die bekommen einen Wert durch dich. Ich höre mich nicht. Ich kann nur sagen, was ist der Mensch? Die Welt würde sagen, bist du Null, tauchst nichts, ist nichts. Jesus sagt, okay, ohne mich ist es tatsächlich schwierig, dir einen Wert zu geben. Ohne mich geht das nicht. Aber reih dich ein in den Nachfolge Christi. Lass Jesus deine Nummer 1 sein. Reih dich ein in die Reihe der Kinder Gottes und du wirst plötzlich merken, du bist unbezahlbar, unschätzbar, wertvoller als alle Schätze der Welt. Da ist Bill Gates, ein armes Würstchen im Vergleich zu dem Reichtum, der plötzlich dein Leben bekommt in Jesus Christus. Ja, so ist Gott.
Nun könnte man eigentlich weitermachen, dass Gott uns Menschen noch jede Menge Dinge anvertraut hat. Die Herrlichkeit Gottes offenbart sich, also der Wille des Menschen in seiner Gottebenmütigkeit, das wird uns an einem Abend beschäftigen. Und zum Schluss erwähne ich nur noch, dass Gott einen Auftrag für uns hat. Für uns hat. Die Herrlichkeit Gottes offenbart sich im Herrschaftsauftrag des Menschen. Gott hat sich etwas dabei gedacht, und zwar für jetzt und später. Du hast ein wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du gekrönt. Diese wunderbare Aussage lässt sich eigentlich wieder vom Hebräerbrief, vom Neuen Testament, letztlich in der Vollendung verstehen. Gott hat uns jetzt schon im Sinne der Würdigung mit in die Verantwortung genommen, in dieser Welt mitzubestimmen, zu herrschen, im guten Sinne des Wortes. Nicht zu beherrschen, schon gar nicht seinesgleichen, sondern verantwortungsvoll mit den Gütern Gottes umzugehen. Da werden dann aufgelistet alle möglichen Haustiere und wilde Tiere und alles Mögliche. Das obliegt sozusagen dem Herrschaftsbereich des Menschen. Aber noch viel mehr, der Mensch ist berufen worden von Gott, mit Jesus eines Tages auch noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Und wenn ich an diese Würde denke, wie gesagt, ich will es nur erwähnen, um der Vollständigkeit halber, du hast ein wenig niedriger gemacht als Gott. Dann kann ich nur sagen, diese Würde, die Gott uns Menschen verleiht in Jesus, wir dürfen dann mit Jesus sozusagen unmittelbar an seiner Seite in der Ewigkeit mit ihm regieren, wie immer das aussehen wird. Kann man sich nicht vorstellen. Da fragen wir uns, womit haben wir das verdient? Diese Frage darf man gar nicht stellen, womit haben wir es verdient? Wir haben es nicht verdient. Also kann die Frage gar nicht gestellt werden. Das ist Gnade. Es ist pure Gnade. Was für eine Würde verleiht Gott nun diesem Menschen, in Sünde gefallenen Menschen, durch Christus erlösten Menschen, dass wir eine Ewigkeit lang mit ihm zusammen sein können. Ein Gedanke, der packt mich immer wieder bei dem Wissen, was Gott mit uns Menschen vorhat, wenn ich daran denke. Dieser Gott, der heute auch mit dem Frömmsten unter uns immer noch Kummer und Sorgen, auch mit dem Frömmsten, da muss er nur, die Männer müssen nur ihre Frau fragen, da wissen sie ganz genau, was da alles so fehlt. Dass dieser Gott mit uns die Ewigkeit verbringen will, dass dieser Gott sagt, von dir kriege ich nicht genug, ich will dich in aller Ewigkeit bei mir haben, das ist für mich gewaltig. Einige müssen wir sagen, müsste einen genug von uns haben. Auch mit den Frömmsten unter uns. Aber er kann es nicht lassen. Mit Herrlichkeit heißt das hier, mit Ehre und Herrlichkeit hast du gekrönt. Auch diese Aussage bezieht sich zunächst mal, siehe Hebräer 2, auf Christus. Aber in Jesus sind wir drin. In dieser Segen. In Jesus sind wir mit impliziert worden. In Jesus werden wir das Reich erleben, weil wir ihm gleichen sollen in der Ewigkeit, was für mich unvorstellbar ist. Da verstehe ich etwas über die Dimension des Kosmos, als dass ich über die Tatsache begreifen kann, was das heißt, mit Christus zusammen auf seinem Thron sitzen. Christus gleich sein, sagt uns Johannes. Wenn wir ihn sehen werden, werden wir ihm gleich sein. Ich kann nur sagen, ich kann nur einladen. Es gibt nichts Schöneres, nichts Größeres, nichts Besseres, als Christus zu gehören, als Christus nachzufolgen. Das ist eine Botschaft, die Gott von Anfang an in seinem Herzen trug. Bevor uns Menschen geschaffen hat, bevor diese Welt geschaffen hat, hat er sich bereits etwas Wunderbares einfallen lassen. Die Erschaffung seines Gegenüber, also den Menschen als sein Ebenbild. Und mit uns verbindet er Pläne der Ewigkeit. Und für uns hat er etwas Großartiges parat. Wenig niedriger als Gott. Und mit Ehre und Herrlichkeit wird er uns krönen. Ich wüsste nicht, warum Gott mich krönen soll. Da fällt mir nichts ein. Aber ich weiß eins, wenn er das sagt, dann stimmt es. Da werden wir uns wundern. Und zwar eine Ewigkeit lang wundern, dass wir da sind. Und zwar mit ihm in der Herrlichkeit. Da werden wir seine Herrlichkeit neu entdecken und staunen, eine Ewigkeit lang. Ich fasse zusammen mit Vers 10. Dieser Text beginnt ja mit dem Staunen über den Namen Gottes. Jahwe,
unser Herrscher, der du alles in dieser Welt bestimmst, können wir sagen, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Es hat sich rumgesprochen, wie dein Handeln zu uns war. Du zeigst deine Hoheit am Himmel, die gleiche Aussage wird in Vers 10 noch einmal wiederholen. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Das ist nicht einfach eine Wiederholung, nein, das ist die große Klammer Gottes. Am Anfang steht die Herrlichkeit Gottes und am Ende steht wieder die Herrlichkeit Gottes und wir mittendrin. Das ist nicht einfach nur mal poetisch, wunderschön formuliert. So nach dem Motto, man wiederholt sich in einem Lied. Refrain, immer wiederholen. Nein, damit hat David hier eine Brücke geschlagen. Von der Ewigkeit zur Ewigkeit. So sagt Luther das, weil er das Wort Ewigkeit eigentlich gar nicht übersetzen kann. Was ist Ewigkeit für uns? Er sagt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da gibt es ja nicht zwei Ewigkeiten, von einer Ewigkeit zur anderen Ewigkeit. Menschlich würde man das so verstehen. Nein, nein. Sondern von Anfang bis Ende steht eigentlich Gottes Handeln. Und zwar hier wieder Jahwe, der Retter Gott. Durch die ganze Heilsgeschichte, durch die ganze Weltgeschichte, durch die ganze Kosmosgeschichte zieht sich eigentlich der Gedanke des Retter Gottes durch. Und ich kann nur sagen, wohl uns, wenn wir ihn kennen. Wohl uns, wenn wir zu ihm gehören. Wohl uns, wenn wir uns als eine Null eingereiht haben und plötzlich gemeinsam auf dem Weg zur Herrlichkeit Gottes sind. Wohl uns, wenn wir sagen können, in Jesus bin ich ein Kind Gottes. Ich weiß um die Vergebung meiner Schuld. Und die Annahme durch Jesus und haben die lebendige Hoffnung, bei ihm zu sein. Etwas Schöneres, Größeres und Wunderbares gibt es gar nicht. In diesem Sinne, lasst uns an den Abenden staunen über Größe, die Herrlichkeit Gottes. Und immer mit dem Gedanken, das Thema in sich ist nicht abgeschlossen. Unser Sonnensystem hat eine Bedeutung. Immer im Kontext des Handelnden Gottes, der in Ewigkeitsdimensionen denkt. Das ist unser Gott. In diesem Sinne wünsche ich uns von Herzen Gottes Segen und die Erfahrung, ich gehöre dazu. Gott segne uns dabei. Amen.